Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Damit ist diese Debatte geschlossen. Ich frage die Klubobleute, ob sie eine Sitzungsunterbrechung möchten, bevor ich zur Abstimmung komme. Herr Klubobmann Wöginger? Da nicht alle Abgeordneten im Plenum sitzen, sondern auch etwa auf der Galerie, muss jetzt geschaut werden, ob alle Abgeordneten da sind, damit abgestimmt werden kann. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Amnestie für Corona-Sünder. Bitte jene Damen und Herren, die diesem Entschließungsantrag zustimmen, um ein Zeichen. Das ist die Minderheit abgelehnt. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Selma Yildirim, Kolleginnen und Kollegen, betreffend ein Amnestiegesetz im Zusammenhang mit der zum Teil fragwürdigen bzw. unverhältnismäßigen Vollziehung der Covid-19-Gesetzgebung. Wer spricht sich für diesen Entschließungsantrag aus? Den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Kanyak, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Schluss mit der allgemeinen Covid-19-Maskenpflicht in Österreich. Bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Leichtfried, Kolleginnen und Kollegen, betreffend sofortige Rettung österreichischer Arbeitsplätze und KMUs. Bitte um ein Zeichen, wenn Sie diesem Entschließungsantrag Ihre Zustimmung geben. Das ist die Minderheit. Es wird hier über eine Reihe von Entschließungsanträgen abgestimmt von der Opposition, die aber alle keine Mehrheit gefunden haben. Auf.